Core Gamer Production. Hey yo guys und willkommen zu Grand Theft Auto 5. Mein Name ist der Roxa, das ist der Mikael. Und wir haben in der letzten Folge ein bisschen Yoga betrieben. Aber jetzt gehen wir zu unserem Sohnemann Jimbo. Oder Jissel. Go away! Oh yeah, fuck you. You know what? If there was a rape button, I'd be using it right now. Unless you're a faggot and you like that sort of shit. And then... Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Alright, come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. So sieht's nämlich aus, Jizzle. So where's your friend? Burger shot. Oh Mann, ich ahne Böses. Böses! Yeah, nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class every day. You know, get milkshakes, fries. Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it. I knew it. The mask was gonna slip. The monster's been exposed. What the hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But why do you think we're here together? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Okay. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Okay. Yo, brother man, what's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ooh. Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy! Just hold on a second. Oh, all right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Ja, wir machen Abflug. Alrighty then. Now what? Can we just get back to the house, please? Ja, dann fahren wir einfach zurück. Jimbo, du bist eine Enttäuschung für jeden. I'm driving. Because normally you're such a between the white lines, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Jimbo setzt sein Vater unter Drogen. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? I'm starting to feel a little woozy. You're fine. No. Really, this is not normal. Chill out. You're just paranoid. This is not paranoia. This is totally justified concern. You should see yourself. Oh, this steering wheel's the size of a Ferris wheel. Wir sind gleich da. Oh, who's in there? It's harmless. Vets have been using it for decades. You anesthetize me? You fucking shit? I'm protecting you from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. All right, you're too crazy, Dad. Goodbye. Jimmy! Du kleiner Dreckskerl. Ohne Scheiß. Wer so eine Familie hat, der braucht keine Feinde mehr.
Okay. Was für eine abgefuckte Scheiße haben wir ihn hier zu, am Laufen? UFOs, Aliens! Läuft bei Michael. Allerdings läuft bei ihm richtig gut. Und weiter geht's. Der Jimmy-Song. Jimbo, wir werden dich töten. Aber sowas von, wenn wir dich töten. Bam. Das muss uns mal Trevor erstmal nachmachen, wie wir über die Stadt geflogen sind. Wo sind unsere Klamotten? Keiner weiß es. Jimmy, you little shit. Immerhin sind wir nicht so weit vom Geschehen abgekommen, dass wir nicht viel oder schnell oder weit fahren müssen. Ja, komm schon, dann komm schon, Michael. Du bist der nächste Triathlet. Er wird sowas von aufs Maul bekommen. Hey! I'm home! Anyone here? Kids? Tracy? Trace! Jimbo? Oh! Jimmy? Eigenartig, er zockt nicht. Da stimmt was nicht. I'm back! Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Well, we've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck! Yoga beruhigt, sieht man. $16, jetzt haben wir nur noch $4 in der Tasche. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir schon was? Okay. Gewinn 19.000 oder ja, 194.000.
in dem Depot. Gesamtinvestitionen werden wir verkaufen. Was kriegen wir raus? Ich glaube, das sind 19.400. 19,9 Cent, keine Ahnung. Was haben wir denn Schönes noch auf der Karte hier? Okay, nichts mit Michael. Dann muss der Franklin wieder herhalten. Der gute alte Streuner, du. Man, are you serious? This motherfucker is fly. Glad you like it. As I told you, it's yours. Are you seriously serious? For the fifth time, yes. But I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Man, good looking. Yeah. This motherfucker. Woo! Ja, Franklin hat's geschafft, wie man sieht. Aus der Gosse ins wohlhabende Viertel des Traums jenes Gangsters. So. Aber heute sind wir natürlich weiter auf Gangster-Tour und ja, Beverly wartet schon auf uns, um neue Schnappschüsse zu machen. Schätze ich mal. Dann machen wir auch neue Schnappschüsse, ganz einfach. Auch Streik, schon bald strömen die Menschen ins Rathaus, Kampf des Mächtigen. Ja, okay. Der Typ ist auch wieder am Start, unser Barry. Aber Barry mag ich nicht. Seine Missionen sind Müll und an sich mag ich den auch nicht. Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht, habe daran gedacht, dass du dich anzurufen, aber du gehst nie ran, also habe ich mich ein wenig umgehört. Was? Hab gedacht, dich anzurufen, bla bla bla. Und gehört nur rausgefunden, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil das hier nicht mehr dein Zuhause ist. Du wohnst jetzt in Winewood Hills, wo du nicht hingehörst, Junge. Eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Naja, nur damit du Bescheid weißt, ich war in der Wüste und habe da eine Ausbildung zur Trainerin für Beckenbodenübungen gemacht, okay? Ich bin da unten schon so lange schwach, aber es reicht jetzt. Aber es reicht. Jetzt bin ich stark und werde führen. Und du bist schwach. Nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Du verlierst dich und das gefällt mir nicht. Du hast keinen Respekt, was ich einen Frauenkoss. Ach, halt's Maul einfach. Ich hab keinen Bock heute. Heute ist einfach so ein Tag, ne? Boah. That's dumb luck right there. Hey, do I need makeup? Am I blotchy? Hi. Hey, Bev. Oh, man, you fucking ruined the shot. You ruined the fucking shot. What the fuck you talking about? You ruined the fucking shot. It's a fucking reality show, and you ruined it, homie. Homie's got you them photos. Poppy Mitchell, the English princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is like... But what about my money? We're shooting a show here trying to work. Hello? Or just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one... Please, we're shooting something. Okay. Now where were we? Guys, do we have enough shots of me jumping around the corner? Okay. I think. Und schon haben wir unsere Kohle wieder. Ganz einfach. Gut, dass wir den Spinner jetzt los sind. Wer uns versucht abzuziehen, der wird sterben, Motherfucker. So ist das einfach. Dann schauen wir mal, was Beverly will. Hey, Mike. Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Big time investor or something. Oh, alright, shit. Well, I'll see you at the lot. Ach ja, da war ja auch noch was. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir nicht mehr heute. Yeehaw!
Dann schauen wir mal, was wir von Scheiße wieder für Beverly machen sollen. Okay, das war er nicht. Hätte aber sein können. Ach ja, okay. Ich verinnere mich, was das hier ist. Und ja, das wird nicht witzig. Where you at, Mr. Revolutionary? What? The Smoke Inn. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Yeah. Oh, shit. I'll be right there. I didn't forget I was busy. Yeah, busy, that's it. Fight the power. This motherfucker. Warten wir jetzt hier? Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier warten. Never trust a fucking stone. That's bad business. Sure. Ich hab nie gewartet hier eigentlich. Passiert eigentlich was? Eigentlich nicht, ne? Ich schätze nicht. Wir könnten zur LS eben rüberfahren und Franklins Cut. Okay, können wir nicht. Aber wir können gucken, was die Aktien machen. Ach ja, ich glaube, das war so bis zum nächsten Ding. Dann verkaufen wir wieder die Aktien mit Gewinn und holen uns dann direkt wieder den nächsten. Irgendwie so war das. Schauen wir mal, ob wir es riskieren können. Und da fehlen auch noch uns 49 Monster Stunts. Die wir auch dezent erledigen werden. Ja, Panzerung brauchen wir nicht wirklich. Nur Aussehen. Aussehen ist geil. Ach ja, wir haben ein bisschen Kohle haben wir, ja. Und stecken die auch. Ne, wir sollten die nicht in die Karre stecken, ne? Ich will nur. Genau, Federn. Tiefer noch haben. Und was ist das mit der Lackierung? Da. Und Sekundär machen wir auch. Klassischen. Ja, komm, so Mitternachtsviolett, warum nicht, ne? Ja, bitte. Bisschen Geld brauchen wir immer für Waffen und so ein Scheiß noch. So, für Trevor hätten wir hier oben noch vielleicht eine. Hier haben wir noch eine Randale. Hier ist noch was und genau noch den einen Typen müssen wir noch finden und suchen, hier in dem Bereich. Hier hätten wir auch noch Seerenten. Wir könnten zu dem Heist runterfahren schon mal in der Zeit. Alter, das war wieder knapp as fuck, sag ich euch. Bam, bam, bam. Und hier kommt der Franklin. Da bin ich auch echt mal gespannt, wenn ein GTA 6 kommen soll. Also wenn es kommt, so rum. Da bin ich mal gespannt, was für eine Thematik die aufgreifen. Und welches Szenario und alles Mögliche eigentlich. Eigentlich weiß man es ja noch gar nichts, ne? Viele tendieren, dass es ja so Vice City, Los Santos wird, dass es da noch größer wird, noch pompöser, noch heftiger und so. Aber ich weiß nicht, ich traue den Gerüchten noch nicht wirklich. Und es ist ja noch ein bisschen länger hin, also Analysten, wenn man das so sehen würde, blablablub, Zahlen und Analysten sollte man nie wirklich trauen. Aber wenn man das so sieht, dann soll ein neues GTA 5 2025 erst kommt. Also erst noch in 5 Jahren. Das wäre interessant, sagen wir es mal so. Interessant. Aber die These ist nicht so schlecht, weil
Dann ist die PS5 bzw. neue Konsolengeneration mittendrin, ne? Also mitten in ihren Zyklus, und das wäre eigentlich schon ein guter Release. Weil dann sind die Konsolen ausgereift, die Leute wissen es schon, haben sich schon ein paar Spiele gekauft und dann BAM! Kommt GTA 5 oder GTA 6 in dem Fall, ne? Und kurbelt nochmal die Verkaufszahlen an. Also das wäre so ein Spiel, wo ich mir wahrscheinlich auch die neue Konsole holen werde. Und mit diesem Schlusswort sage ich an sehr besonderen Stelle See you guys und schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein, euer Rockstar von Kogema Production. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.